In den nächsten Tagen werden wieder unzählige Sparschweine geschlachtet. Alle noch so kleinen Münzen werden zusammengekratzt, Kinderaugen leuchten und es geht ab in die Bank. Die Weltspartage stehen vor der Tür. Welche Bedeutung diese Tage abseits der Kindergeschenke eigentlich noch haben? Es wird immer mehr gespendet. Anna Rosner mit den Details. Der Weltspartag mit all seinen Facetten hat in Österreich schon lange Tradition. Geschenke, gefüllte Filialen und Unterhaltung. Groß und klein kommen da immer zum Zug. Was für ein großer finanzieller Aufwand hinter der Anschaffung der Geschenke steckt, wird jedoch unterschätzt. Das Geld wollen manche Banken anders verwenden. So auch die Raiffeisenbank Burgenland. Wieso haben Sie sich denn dafür entschieden zu spenden, statt zu schenken? Ja, wir wollten die Geschenke, die ja nicht immer optimal waren und doch viel gekostet haben, wir wollten damit aufhören, weil das nicht mehr zeitgemäß ist. Gleichzeitig wollten wir aber nicht suggerieren, dass zum Spartag wir uns was ersparen, was den Kunden gut getan hat. Und da sind wir drauf gekommen, die Summe, die wir für Geschenke ausgegeben haben, nachweislich ganz einfach karitativ zu spenden. Das waren früher 8 Adressaten und sind halt jetzt erstmals mit dem Verfahren einzureichen Projekte 3. Das ist sehr interessant, weil es waren immer wieder die gleichen Institutionen, die man kennt, und so sind Projekte zutage gekommen, die wir gar nicht kannten, die aus den Regionen gekommen sind. Eine Jury wählt 3 Organisationen, die je mit 4.000 Euro unterstützt werden. Darunter die Trauerbegleitung des Kinderhospiz Sterntalerhof, der Verein Feel Again, der sich um krebskranke Mädchen und Frauen kümmert, und der Verein Autismus Burgenland. Wie die das Geld verwenden, wissen sie scheinbar genau. Also wir werden mit dem gespendeten Geld autismus-spezifische Beratungen machen, Beratungen in Kindergärten, in Schulen, aber auch Arbeitsplätzen, weil wir auch da gemerkt haben, dass da ganz viel Aufklärung fehlt, vor allem wenn man einen Kollegen hat oder einen Schüler oder ein Kindergartenkind, das auf dem Spektrum ist, damit man auch weiß, was heißt das, wie gehe ich damit um, was kann ich machen. Aber nicht nur Organisationen können sich freuen. Für die kleinsten Sparerinnen und Sparer liegen schon noch Geschenke bereit. Der Weltspartag ist oftmals der erste Kontakt von Kindern mit dem Sparen. Und die Bankangestellten wissen, wie man heutzutage sparen sollte. Ich glaube, wichtig ist, dass man schon bereits im Kindesalter bereits das Thema Sparen in die Kinder, in die Köpfe von den Kindern reinbringt. Das Bewusstsein schafft, dass das Geld nicht beim Bankomat rauskommt, sondern sehr wohl ganz wichtig ist, dass man ein Geld weglegt. Und ich glaube, wenn uns das gelingt, dass wir den Kindern beibringen, dass Finanzbildung, das Sparen wichtig ist, dann haben wir schon viel gewonnen. Heute sparen die Erwachsenen, die Jugendlichen unterschiedlichst. Du merkst, viele haben das Thema Sparen nicht gelernt und tun sich ganz, ganz schwer. Du merkst auf der anderen Seite aber sehr häufig, dass viele Kinder das Sparen, das Thema extrem ernst nehmen und Gelder weglegen, ob es auf Sparbuch ist oder sogar auf Online-Sparen oder eben auf Fondssparen. Wer ans Sparen denkt, denkt oft an das altbekannte Sparbuch. Trotz allem, auch wenn sich viele distanziert haben, ist des Österreichers beliebste Sparform noch immer das Sparbuch oder die Giro-Einlage auch sehr oft. Also was wir in den letzten Jahren gesehen haben, in Zeiten des Negativzinsniveaus oder der Nichtzinsen, sind viele, viele Gelder auf Girokonten einfach liegen geblieben. Es hat den Einzelnen nicht mehr interessiert, weil es auch tatsächlich wenig gab, wenn man jetzt nicht unbedingt in Aktien gehen wollte. Das hat sich ja jetzt deutlich gewandelt. Das heißt, die Sparform, die verzinste Sparform ist wieder attraktiv geworden. Und das merkt man auch. Also die Leute gehen wieder in verzinsliche Veranlagungen. Müssen nicht unbedingt Sparbücher sein, können aber beispielsweise auch Anleihen sein. Die Devise ist also, die Kundinnen und Kunden sparen und die Banken spenden.